Ah, da bin ich, glaube ich, sogar noch nicht mal fertig mit dem Krater hier. Unter Ah. Wasser. Dann haben wir hier einen nicht fertigen Hafen. Oh. Punktlandung. Dann. Da ist nichts wirkliches drin. Ich glaube, ein Fass Da ist ist ein drin. Bett drin. Ein gelbes Bett ist da drin. Aber keine Treppen. Ein Das ist, wie Fass, gesagt, nicht leeres fertig. Fass? Ich bin ein Schmetterling. So. Dann Das ist haben auch wir eine auch geile erstmal. Idee mit dem Hafen. Du hast geplant, dass man mit den Booten hier in diese hier Ja, reinfährt, habe oder? ich. Ja, das ist geil, weil sowas hat noch gar keiner von uns. So richtige Da kann sich auch Parkplätze jeder für ein Schild Boote. hinstellen Du und seinen meinst eine eigenen Werft, ne? Parkplatz machen. Okay, warte. Eine Werft macht doch Boote, oder nicht? Ja, meine ich ja, das ist eine Werft. Genau. Was Ja, nehmen wir eine Werft denn? hat noch keiner. Hat jeder Wir einen haben alle nur Bollock? Hafen. Dann können wir nämlich durch den Kanal durchfahren. Bin Oh, wie dann. romantisch. Also macht sich jetzt ein Bild. Hat sich seinen Lieblingsplatz ausgesucht. Ja, schon? Nein. Ich bin trotzdem da. Hallo. Oh, da ist kein Boot drin. Ich habe kein Boot. Moment, stopp. Im Creative Mode, das wird jetzt zerstört. Hat dein Boot genommen. Jetzt musst du bei mir hinten aufsteigen. Oder bei mir. Mir egal. Nein, ich hole mir ein Birkenboot. Pause. Dann haben wir hier diesen riesen Kanal, Den finde ich schön. der ebenfalls eine mega Arbeit war. Ich hänge Dann irgendwo gerade. geht's hier nach Ah, oben. Ricola ist dran schuld. Dann geht's hier nach oben. Ich würde gerne den Kanal weiter begutachten. Genau, ja. So, dann hier links Habe ich gerade irgendwas gesehen? sehen Sie, hier ist der Brunnen. Ein Brunnen? Den sehen wir von oben nachher nochmal. Also ein geheimer Abgang. Quasi, wenn man will. Okay. Ich weiß nicht, warum man vom Brunnen in die Kanalisation will, aber von mir aus. So, ich hab in der Zukunft, oder besser gesagt in der Gegenwart, wir spielen hier im Mittelalter, in der Gegenwart habe ich ein In Haus Zukunft. mit einem Klo, da kann man vom Klo aus in die Abwasserkanäle, also. Stimmt, in das Klo bin ich schon reingesprungen. Das ist wie in Hogwarts. So, Ja. Nee, Jetzt im hier raus. Ministerium. Und dann kommen wir hier bei der Büste wieder raus. Das hatte ich schon gesehen. Genau. Es ist Können eigentlich Sie. Absicht, dass hier alles Erde ist, die Wand, oder kommt da dann noch was? Das ist Absicht. Mahlzeit. Danke. Das ist Absicht. Ah ja. Weil das tatsächlich schon so war. Wir haben abgerodet. Ja, dann können wir die Boote eigentlich zurücklassen. Das geht ein bisschen schneller. Ja. So, dann nehmen wir einfach schnell diesen Eingang. Der ist zwar noch nicht fertig, der führt zur Wüste, aber den nehmen wir jetzt einfach. Kann Und man mit dann. Booten auch Wasserfälle hochfahren? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie versucht. Er fährt mit dem Boot halt weg. Ciao, Ricolat. Machen wir weiter, Kaffee. Genau. Also, hier, was willst du lieber? Die Wand oder in den Leben? Machen wir erst die Wand und wenn wir wieder dann Genau. hier sind, gehen wir rein. Dann gehen wir jetzt so rum. Ist mein Prachtstück. Du musst dir halt noch alles einrichten, Kefre, ja? Es wird also doch FSK 18, ich wusste es doch. Ja, genau, das hier ist mein Prachtstück. Das hat war mega viel Arbeit, hat mega viel Stein gebraucht. Ich Aber finde es das ist auch fertig. richtig geil, dass du so eine riesen Mauer gebaut hast und so ausgehöhlt. Also so Ja, begehbar. man muss da durchgehen können. Hier habe ich zu wenig beleuchtet. So. Und sie hat irgendwie meilenweit keine Türen. Ah, hier. Ja, genau, da vorne haben wir irgendwo, da ist der Tunnel wieder gewesen. Einen Moment. Ja, es geht eh immer nur geradeaus, dann fliege ich einfach mal so und sehe mich noch ein bisschen weiter um. Es sind auch keine Schießscharten oder So, sowas bin schon wieder. oder Fenster oder so sind auch nicht da. So soll ja eine Mauer sein. Du sollst ja nicht reinschauen können, was die Verteidigenden machen. So meinst du? Genau. Das ist hauptsächlich, dass man schnell durch kann. Es wird überall noch Wege nach oben geben, dass man von oben quasi dann mit Pfeilen runterschießen kann. Hier gehen wir Das auch ist noch auch durch. cool. Ups.
Na, da ist Feierlinies Brücke. Vor waren wir, glaube ich, da vorne. Schau, und schon ist er weg. Verstehst du, was ich meine? War bei mir genauso. Ich bin ja schon wieder da. Das ist der Hammer. Weil da ist Feierlinies Brücke. Was? Ach, da ist Feierlinies Brücke, da war sie ja voll. Ach, guck mal, geht der Fluss eigentlich in den Ozean? Ach, das ist nur ein großer Teich. Das ist geil gemacht, das sieht echt so richtig schief aus. Alter, das sieht voll cool aus, wenn man da so durchwischt. Ja, wenn man es schafft, geradeaus zu bleiben. Das sieht echt cool aus. Ja, beim nächsten da komme ich nicht durch. Genau, hier bei den Türen. Obwohl, nee, wir gehen hier noch durch. Dann gehen wir zum richtigen Eingang. Au, gegen die Wand. Oh, Türen! Das ist schon der fertige Eingang. Ah, jetzt sind wir hier. Das fliegt doch weg. Ich sehe nur auf der Minimap. Oh, hier hast du einen Fehler. Wo denn? Hier draußen. Schau mal, das ist noch nicht fertig. Oh. Fuck. Musst du dir noch merken. Das hat niemand gesehen. Videobeweis. Aber ich habe es doch gerade. Wir gehen weiter. Hier sind sogar ja, weißt du, was Eisentore angegeben. Wo ich meins gezeigt habe, ja, da habe ich ihn nicht, manchmal nicht mehr auf der Minimap gesehen, da war er komplett weg. Genau. So, dann gehen wir jetzt rum. Wir kommen jetzt hier raus, wir sind nicht so weit weg vom Ding. Ich finde das cool, dass hier jetzt auch schon die Leitern langsam anfangen. Genau, so, hier haben wir das. Mhm. Vorhin waren wir da vorne. Hier ist sogar noch ein angefangener Berg. Cool, kann man oben durch? Ja, wo ist er denn jetzt? Das ist so lustig, ne? Was, ihr bringt mich selber zum Lachen. Ich will mich hier nur ein bisschen umsehen zwischendurch. Wo ist er denn? Da ist das Name. Ja, weißt du, man hat schon gedacht, du wärst schlimm bei den LPs damals gewesen, aber das der muss, springt das alles. Das richtig schlimm gewesen sein. Ja, was heißt schlimm? Also das hat, das, naja... erzähl ich mal, wie das bei Dead Island war. Nein. Da war ich auch immer. Wisst ihr Leute, ich gehe rum und schau mir alles an und plötzlich sind Rikulat und Darius weg. Die waren einfach weg. Ich hab grad, ein Auto. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist er in dem komischen Holzding, dabei war das ein Pferd. Ich kommst bin hier hinten. Ja, komm mal her, ich hab ne Frage, Kefre. Wo bist du denn? Siehst du meinen echten Tag nicht? Nein. Was ist los? Kann man hier dann auch irgendwann mal noch durchgehen? Ich weiß es nicht. Weil dieser Berg ist an sich cool, aber wenn man da durchgehen könnte, wäre es also cooler. Der Berg bleibt so oder so. Und da muss man auch durchgehen können. Ich werde höchstens. Deswegen kann man in die Mauer rein. Okay. Genau. Dann machen wir mal weiter. Wenn das sind Zombies. So ist, man ist hier so. Und sie hauen schon wieder ab. Man ist hier so, ja, dann. Ich weiß, ich hatte echt schon überlegt, ob ich nicht komme, aber. Es ist, hallo? Das war eine gute Entscheidung. Hat das gerade jemand zugebaut? Und dann sind hier die Wachen. Und dann macht man so rum. Wow. Und dann kann man nicht mehr durch. Ein geheimer Mechanismus. Mach nochmal. Ah. Genau. Falls so, einige so. Kommen, wird dazu gemacht. Von dieser Seite. Weißt du, was cooler wäre? Wenn diese Eisengitter wirklich runterfallen würden. Ja, dafür ist dein Server zu Vanilla. Ja. Aber weißt du, was wirklich geht? Na gut, dafür ist die Mauer zu klein. Nämlich die Steine von ganz oben komplett ganz runterfahren lassen und später wieder hochfahren lassen. Die hat voll viel lange gedauert. Das ist doch eine coole Mauer. Ich hab mich zum Beinen gebracht. Okay. Dann möchte ich jetzt mal weiter schauen. Das ist ein Zombie. Nicht in der Mauer weiter. Ich hätte es von hier aus weiter gemacht. Weißt du, wo er ist? Er ist schon am anderen Ende der Mauer. Ja, ich hab's gesehen. Na, der ist jetzt irgendwo. Der eskaliert. Du musst dich beeilen, Kevin. Obwohl, warte, ich komme. Ich hab grad einen Geheimgang gefunden.
Der fällt runter wie so ein Kartoffelsack. Hier kann man einfallen, Kefrey. So, wir kommen jetzt hier raus, weil es geht nur noch weiter nach links, wo wir vorhin waren. Genau, warte, hier muss es genau doch noch weitergehen, oder? Ja, schau, hier geht's noch weit. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich glaube, er hat nicht zugehört. Nicht, doch auch nicht. Durch die Berge hier muss man noch durchkommen, Kefri, das wäre voll cool. Warte, jetzt kommt es gleich, pass auf. Aber guck mal, ich bin mal rausgekommen. Da ist er! Hä? Das Grinsen, wie er da steht. Dieses Grinsen, genau. So, dann nach unten ging es ursprünglich zur Mine. Aber jetzt geht's nach oben, da gehen wir auch noch nicht hin. Noch nicht. Na gut. Ja, hier ist aber eine coole Höhle. Und dass hier so die Mauer angedeutet ist, ist auch cool. Man müsste halt nur noch durch die Berge durchkommen, Kaffee. Minecraft Comedy Show. Ja, dann haben wir hier mein Mülleimer. Was ist das? Warum ist hier alles mit Sand, Obsidian und Erde zugebaut? Ach, das war Ferlina. Baby. Das ist ihr Pferd? Nein, das ist mein Pferd, aber. Das ist Baby 2, ja. Warum ist das mit Obsidian, Sand und Erde zugebaut? Weil sie keine anderen Blöcke hatte. Und sie hat Leine verloren. Und warum macht ihr da nicht einfach Zauntore hin? Sie hat die Leine verloren. Zauntore, damit es nicht mehr raus kann. Es darf ja eigentlich raus, aber sie hat die Leine verloren. Ah. Genau. Dann okay. Haben wir hier, wie gesagt, meinen Mülleimer. Mein ganzer Stolz. Nein, nicht kein Mülleimer. Es gibt keinen Müll. Wenn du Müll hast, schenk ihn mir. Das hat er bei mir auch gesagt. Hey, Winner, guck mal. Nein, nein. The Capri was banned from the server. Schenk ihn mir! Hallo! Guck mal! Der Tyrant, der hat extra vier Hallo? Ich hab's gehört. Ich weiß, dass du gerade das Creative-Menü rauswirfst. Ich hab keinen Sand mehr. Ey, Winder, ich hab. Das ist Sandstein! Winder, ich hab eine Idee für Version 3 vom Regelbuch. Es gibt keinen Müll. So. Der Tyrant, Kefrey, der Tyrant, dem habe ich auch gesagt, es gibt keinen Müll. Er hat extra vier Doppelkisten vor, dass er seine Festungen gestellt mit dem Schild Geschenke für Winder, ja? Gut, da stand ursprünglich Müll für Winder drin, aber nachdem ich mich aufgeregt hatte, hat er Geschenke für Winder geschrieben. Und da schaue ich regelmäßig vorbei, ob was drin ist und hole mir das. Das könntet ihr auch machen. Wir könnten das, aber ich habe einen Mülleimer. Es gibt keine Mülleimer. Die werden gebannt. Doch, Darkbook? Nein, werden gebannt. Die Regelwerke Version 3 Mülleimer werden gebannt. Hast du Müll? Schenk ihn Minder. Wirf ihn nicht weg. Sondern haben wir hier eine richtig coole Treppe. Die fand ich damals schon cool. Stimmt, die kennst du schon, ne? Die kenne ich schon, ja. So, dann geht's hier zu meinem bescheidenen 18-Plus-Turm. Mhm. Was auch immer ihr da seht, dann haben wir hier meinen Angelteich. Meine Fische sind tot. Das ist ein Zombie, der war das bestimmt. Weißt du, warum die Fische sterben? Das machen sie bei mir auch immer. Wenn das Wasser auf Blockebene ist, dann springt immer raus und dann. Die chillen normalerweise immer da unten drin. So. Ja, nee, meine, die springen immer. Ich schwimme mal hier hin, dann springen sie raus und dann ersticken sie und sterben. Weil sie nicht mehr im Wasser sind. So. Ich lasse euch jetzt die Wahl. Wollen wir von meinem Haus in die Mine oder wollen wir erst quasi die Stadt erkunden, die noch nicht existent ist? Ich würde gerne deinen Pilz. Oh, wo geht's denn da hin? Mein Pilz. Ah, Wasserquelle. Es erinnert mich an einen riesigen steinernen Kleiderständer. Hier war eine Farm drin. Genau, hier nach oben geht's zu meinem Ruhm. Und da geht's, glaube ich. Das war natürlich die Mine, gell? Wofür ist das hier? Wozu ist das? Das sind Öfen. Der Hebel. Ah. Ah, und da ist unsere Karte. Leute, leider ist The Kefrey ein bisschen nicht drauf. The Kefrey ich ist unglücklich von dieser Karte. Was? Oh fuck, ich bin im Creative-Modus. Du bist im Creative-Modus, ja.
The Caffrey ist ungefähr... Ach, Caffrey, so, denkt dir nix. Ich habe meine ganze Ausrüstung kaputt gemacht bei der Aufnahme. Ist ungefähr da. Also so ein bisschen außerhalb der Karte. Genau. Dann geht's jetzt hier Gästebett. In Kev. Das hat Rico hat geändert. Das ist ein Insider. Mhm. Da war, stand. Und wo ist das Kev. Gästebett? Das hab, glaube ich, im Inventar. Nee. Das habe ich, glaube ich, mal verloren. Ah ja. Und hier der Turm ist nur ein Lager. Eine Schallplatte. Ich habe, glaube ich, mehrere. Da kann sein, dass ich die immer aufgebe. Dann ist hier hier geht's wieder raus. Ah, und hier ist er weg. Echt wieder weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich wollte gerade sagen, hier ist Kefres große Brücke. Ich dachte, ich soll die Führung machen. Ja, ich bin durch die Tür gegangen und dann war die Brücke da. Ich bin das war schon leider eine falsche Annahme von dir. Wo bist du eigentlich hin? Im Turm einfach die Treppe hoch. Ach so. Folg mir. Naturals, Dirt, Gravel, Sand, Stone, Diorite, Granite, Andesite, Obsidian, Metastoff, Just Cobble. Ey, Just Cobble ist empty. Hast du eigentlich meine Mauer gesehen? Es ist Cobble im Haus. Building Materials, Hauptsache alles auf Englisch. Ja, zum Beispiel auch Netherstoff. Das hat keinen Sinn mehr, Mann. Meinst du? Ciao! Hey, das ist blind. Das ist sehr viel Lapis Lazuli, Kevin. Warte, ich helfe dir. Und sehr viel Kohle und wow, du hast sehr viel Redstone. Ich warte noch auf ihn, ich möchte, dass das Netherstuff das eingestellt hat. Glowstone, wow, hast du viel Leuchtenstaub. Quarz habe ich ungefähr genauso viel. Es dauert eine Weile, bis er hochkommt. Netherrack und 10 Sand Fortress Stuff, da ist noch nicht sehr viel drin. Da ist nichts. Das sind alles... Ah, da ist Sand. Hey, du hattest unten schon was mit Sand. Was ist Sand? Wo? Das sind eineinhalb Doppeltonen Sand. Da ist mein Sand. Dabei ist eigentlich 3 Stockwerke oder 4 Stockwerke, die für unten ist Sand beschrieben. Und hier, wo nichts drin steht... Darf ich den ganzen Sand entfernen? Ja. Ich glaube, Ricola schreibt gerade Sand auf die Schilder. Das ist auch leer. Und hier ist auch wirklich alles leer. Ja, da dürft man gleich die Kisten aufhören. Nö, die Kisten sind alle da. Ich finde das auch irgendwie cool, weil das ist so ein Lagerturm. Warum willst du eigentlich ein Lager, wenn du schon einen Lagerturm hast? Niemand von uns hat einen Lagerturm. Weil ich aus diesem Turm eigentlich so ein Alchemieturm machen wollte. Ah. Da war eigentlich nur... Wir brauchen nur noch 3 Etagen. Jetzt hören die Truhen tatsächlich auf. Und hier hören auch die Schilder auf. Showtime. Das hat keinen Sinn mehr. Liv. Und weg ist der. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der neue Besitzer des der Cap Towers. Yay. The Caffrey died. Ah, das ist schon ein cooler Turm. Ich komm nicht mehr rein. Ich treffe euch unten vor der Brücke. Jetzt darfst du nach unten. Ja, der Turm ist schon cool. Alles cool, ist auch meins. So ein riesen... Kefrey, dein Turm ist asymmetrisch. Ist das Absicht? Ja. Okay. Tatsächlich schon. Weil ich musste mit dem Platz so bauen, dass es passt. Und das... Dadurch wurde er leider asymmetrisch, aber er ist immer noch gleich. Okay. Gut, da kommt man eigentlich nicht hoch. Da gibt es auch keine Fenster. Das sehen wir jetzt nur, weil wir fliegen können, Leute. Ich habe gerade Kefreys Redstone-Lampen-Technik entdeckt. Okay, Kefrey, wo geht's weiter? Ja, gehen wir so im Kreis.
Dann haben wir hier die unfertige Brücke. Ja. Also die macht er übrigens besser, Leute. Das ist jetzt eigentlich nur ein riesiges, langes Brett. Ich bin momentan am schnellsten bauen. Das ist eine ganz lange Latte hier. Die macht er noch besser. Habe ich ihm nämlich schon mal gesagt, als er sie das erste Mal gebaut hat und ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich ihm gesagt, oh, Kefre, die musst du aber besser machen, weil das sieht nicht schön aus. Dann kommen wir jetzt hier zu Feyalinas Zeug. Du hast eine Hexe. Übrigens, wie sie gesagt hat, nichts sehen wir jetzt, Leute. Also, ja, er hat doch gesagt, wir gehen zu Feyalina Winder. Nichts sehen wir? Das sind hammergeile Kästen. Ja, aber sie hat gesagt, sie hat nichts sehen wir. Wir nehmen uns mal in die Wege. Ja gut, dann gehen wir einfach weiter. Genau. Mir gefällt das sogar mit dem großen Farn. Ah, okay, die sind so gemacht. Das sieht aber auch cool aus. Hey. Wie lange braucht das, bis er dann checkt, dass er nachkommen soll? Ich glaube, er sieht uns. Nicht bewegen, er sieht uns nicht. Wo sind sie nur hin? Das ist ein Kompost, da fehlt Weizen. Da ist Gras drauf gewachsen. Ja, die haben Gras über die Sache wachsen lassen. Ja. Das ist mein Witz, den bringe ich schon seit Ewigkeiten hier im Minecraft-Let's Play.